Jo, Glück auf, sagt der Schalke Friedrichshardt 1999. Ich möchte mal nur euch mal ein gutes Update machen zu einigen Informationen, die ich euch noch gar nicht gegeben habe. Zum einen, ich habe wieder ein anderes Handy drauf. Also das Handy, was ich vorher hatte. Heißt also, es wird keine 10x10 Heranzoomerei kommen. Vor allem, es wird was anderes geben. Und zwar nämlich, also andere Videos wiedergeben. Zum einen, nur für morgen. Warum aber für morgen? Das erzähle ich euch jetzt. Zum einen natürlich, wir spielen morgen gegen den VfL Osnabrück. Zu Hause hier in dem wunderschönen Schmuckkästchen. Sieht man das hier so? Ja, oh, sorry. Ja, hier. Hier in der wunderschönen Arena. Ah, guck mal, da ein bisschen nicht so. Na gut. Wie dem, also, oh, das ist der Finger eigentlich. Was soll ich mal sagen? Also, es kann sein, dass ich morgen nicht alle Videos hochbringe. Also, je nachdem, wenn ich ankomme. Denn ich habe auch morgen etwas anderes. Morgen ist anderer Rahmentermin. Wird auch gegen Fürth so sein in gut 2 Wochen. Aber da weiß ich noch nicht, ob es dann auch so sein wird. Ich habe euch aber nur eine einzige Sache zu sagen. Es werden wohl morgen nicht so lange Videos kommen. Es werden zwar Videos kommen, aber ich sag mal so, nicht so viele. Sag ich jetzt mal. Und zwar nämlich habe ich irgendwie morgen noch zwar eine andere Sache, die ich euch gerne noch auf den Weg bringen möchte. Zum einen ist es, ich habe morgen noch eine Weihnachtsfeier betrieblich nämlich. Und da werde ich morgen direkt nach dem Spielende leider abhauen. Ich werde noch ein bisschen den Rest vom großen Schützenfest noch erleben. So ein bisschen so generell so, was das Ganze angeht, also die Spieler gehen auch in die Kurve und so, da werde ich auch filmen. Aber ich werde da nicht so lange machen, ich werde nur höchstens 5 bis 10 Minuten nach dem Spielende, was ich eigentlich generell auch immer so mache nach dem Spielende, aber nicht so lange. Irgendwie, weil ich muss schnell weg, weil ich muss um eine bestimmte Uhrzeit da sein. Also, keine Sorge. Bitte abonnieren, nicht vergessen, Glocke aktivieren, teilen, liken, kommentieren und alles weitere. Drum und dran. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, warum erzähle ich euch, dass ich wieder mein altes Handy habe? Richtig, es werden wieder andere Videosqualitäten kommen. Es werden nicht die besten Informationen kommen. Und vor allem, ich habe für euch eine kleine Information zum Spiel gegen Elversberg. Zum einen, es wurden Videos hochgeladen gegen Elversberg, aber es wurden keine weiteren hinzugefügt. Denn man muss bedenken, in der Länderspielpause ist mir irgendwann Lör passiert. Mein Handy ist total abgestürzt, es konnte nicht mehr wieder hergestellt werden. Es ist jetzt in der Reparatur. Und ich habe jetzt für euch eine mögliche gute Nachricht und auf jeden Fall eine sehr sichere schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der schlechten an. Die schlechte Nachricht ist, es werden wohl wahrscheinlich keine weiteren Videos mehr gegen Elversberg kommen. Das ist die wahrscheinlich schlechte Nachricht. Die einzige noch die möglicherweise gute positive Nachricht ist, es könnten noch theoretisch noch ein paar Videos dazukommen, aber dafür müssen erst einmal dafür werde ich aber trotzdem die Videos gegen Osnabrück machen, auch auf dem Handy jetzt,
was die Sache jetzt, sag ich jetzt mal, nicht so toll machen wird. Aber das ist das Gute daran. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich sage es mal so, ich werde dann gucken, dass ich dann die Videos dann so hochlade, dass ich direkt, sage ich jetzt mal, also im allerschlimmsten Fall, wenn gegen Elversberg, also wenn ich von den Elversberg-Videos keine weiter mehr hochladen kann, ist es kein Problem. Sage ich jetzt mal so, es ist, ich glaube, ich habe 0-1, 0-2 und 1-2 gefilmt. Danach war sowieso nichts mehr. Danach, ich habe zwar noch einige Videos noch gedreht, aber die waren nichts mehr. Auch Nahspielschuss und vor allem wie der eine auch so war, das war auch was Besonderes, weil also das Vereinslied wurde ja noch während, also quasi, also am Ende wurde es ja direkt mit dem Abschluss ja zu Ende gespielt. Aber es ist auch keine Schweinesache teuer. Also nur zur Info, es werden morgen theoretisch jetzt mal gegen Osnabrück Videos kommen, aber gegen Elversberg werden, glaube ich, ich gehe davon aus, keine weiter mehr kommen. Wenn das so ist, wenn ich Glück habe, werden die Videos, die ich von meinem jetzigen Handy habe, was übrigens ein Bildschirm kaputt macht irgendwie, aber das will ich euch mal in einem Spiegelbild euch mal zeigen. Ja, habe ich hier mich wieder so ein Knuddel irgendwie. Ich guck mal. Ja, ich habe hier parallel hier so mal einen Spiegel. Ja, ich habe hier ein bisschen, aber ach, ja. Ja gut, wie dem auch sei. Also, nur damit ihr Bescheid weiß, morgen werden auch wieder Videos kommen. Aber möglicherweise nicht so viel in der kompakten Farbe. Ich werde so ein bisschen verkürzt machen. Und gegen Elversberg muss ich gucken, dass ich auch die Videos gegen Elversberg noch hochladen könnte, wenn es noch gelingt. Wenn nicht, dann so. Und ja, und das ist das eine. Das andere ist halt eben, was habe ich denn sonst noch zu sagen? Achso, Fürth noch so, aber noch ein Thema noch zum Fürth-Spiel in gut 2 Wochen. Das wird wahrscheinlich dann auch nochmal so eine Sache sein. Ich werde auch da wahrscheinlich keine weiteren Videos mehr machen, aber im neuen Jahr gegen Hamburg SV ist es Samstagabend, das erste Heimspiel in der Rückrunde. Und da werden wieder Videos vollständig kommen, also auch in ausführlicher Fassung. Also, seid gespannt, ich werde euch erwarten. Die andere Sache ist noch generell, ja, was ist es denn eigentlich noch? Was war das? Ach, ich hab's vergessen. Elversberg-Geschichte, Osnabrück-Geschichte. Aber wie dem auch sei. Wir sehen uns dann morgen in der Arena. Wie gesagt, ich werd wahrscheinlich noch morgen nicht alles schaffen. Fürth, mal gucken, wie es da so sein wird. Also es wird nochmal zum Ende des Jahres nicht alle Videos schaffen. Na gut, aber immerhin habe ich auch ein paar Videos da noch hochgeladen. Und ja, und wir sehen uns dann morgen auf Schalke. Und egal wann ich mein Intro mache, also mein Intro und den Intro zu meins, wird auf jeden Fall bei mir kommen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, und wir sehen uns dann morgen in dem wunderschönen Stadion. Okay, gut. Gut, das ist eine kleine Miniatur, Ausgabe, aber keine Sorge, es werden morgen paar Videos kommen gegen Greuther Fürth. Mal gucken, auch da nicht so viele, aber ich verspreche euch, gegen Hamburg SV werden wieder viele Videos kommen. Das schwöre ich euch bei Gott.
Nico, benimm dich. Und so. Na, geht gut. Wieder das Gleiche. Also, vergiss nicht, Kanal zu abonnieren, Glocke aktivieren, Videos sein, Videos liken, kommentieren. Und wir sehen uns dann morgen in der Arena Schalke, Schrägstrich, Fitness Arena. Euer Schalke Fragrance hat 99. Zum vorletzten Mal, wahrscheinlich in diesem Jahr. Ciao, Glück auf. In Ernst, Glück auf. Euer Schalke Fragrance hat 99. Bis auf Glück auf. Bis morgen, ciao, bis auf Glück.